hier. Ja. Muss ich schon bringen. Es geht also um die Sonne und unseren Energiespender. Und Sonne spendet Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung. Dazu gehört das Licht, das Sichtbare, was wir mit unserem Auge empfangen, aber auch das ganze Infrarote, was wir als Wärmestrahlung empfinden oder als Radiowellen und vor allen Dingen auch das UV bis hin in den Röntgenbereich. Und die Sonne, das ist schon ein ganz gutes Kraftwerk, ne? Die erzeugt die Energie durch Kernfusion. Und die gesamte Strahlungsleistung, die wir also ständig seit etwa 5 Milliarden Jahren ausstrahlt, früher war es ein bisschen weniger, aber ist egal, sind eben diese 3,85 mal 10 hoch 26 Watt. Also das ist eine so irrsinnig große Zahl, kann man sich gar nicht vorstellen. Vorhin wurden Sonnenflecken angesprochen, das sind hier diese hier nochmal rausvergrößert. Sonnenflecken sind Anzeichen einer verstärkten Aktivität der Sonne. Also sie schwächen nicht die Sonnenstrahlen, sondern sie verstärken die eigentlich. Da gibt es typische Zyklen, 11 Jahre, 13 Jahre, 25 Jahre, weiß der Teufel noch was alles. Die versucht man vorauszusagen und zu modellieren. Hier haben wir die Erde und im Vergleich zur Sonne ist das schon ein Zwerg. Sehen Sie diesen kleinen schwarzen Punkt hier? Ja. Das ist die Größe der Erde in dem Maßstab, wie hier die Sonne gezeigt ist. Das ist das immer, wie relativ das so, doch so alles ist. Ne? Und die, der Sonnendurchmesser, wie ist denn das hier ungefähr? Naja, das ist gerade so ein Meter. Ja? 700.000 Kilometer. Das ist. Ja, 700, das ist, sorry. Ja, ich wollte gerade vergleichbar. Millionen. Wenn das ein Meter ist, und dann ist der Abstand der Erde ist 109 mal. Der Durchmesser ist 104, 1,4 genau. Millionen. Okay. Also, sagen wir mal, wir müssten uns jetzt diese Strecke von hier bis hier 100 mal verlängert vorstellen, also 100 Meter von hier aus Richtung Nidder ist das, glaube ich, ja. Und dann kommt dieser kleine Punkt, das wäre dann hier. Aber bloß machen das so größenordnungsmäßig. Ähnlich ist es mit Erde und Mond. Hier ist auch die Größe von Erde und Mond ist hier maßstäblich gezeigt, nicht der Abstand. Abstand sind 380.000 Kilometer und der Erdradius sind 3.600 Kilometer, also Faktor 100 oder sowas. So, und was kommt an? Die Sonne strahlt ja in den vollen Raumwinkel. Und dieses winzige Erdscheibchen da nimmt nur einen ganz geringen Anteil dieser abgestrahlten Leistung ab. Beim Abstand von 150 Millionen Kilometer ist die empfangene Leistung ungefähr 1,5 mal 10 hoch 17 Watt. Das ist immer noch mehr täglich als die gesamten Kraftwerke der Erde in einem Jahr produzieren. Also muss man sich auch mal so vorstellen. Das kann man sich dann schon besser vorstellen. Und dann gibt es ein internationales Gremium, hat die Solarkonstante definiert mit 1367 Watt pro Quadratmeter. Die schwankt ein bisschen, je nachdem, ob man sich gerade am sonnennächsten oder am sonnenfernsten Punkt befindet. So plus minus 3,4%. Wenn man das jetzt auf die gesamte Kugeloberfläche der Erde umrechnet, das ist für eine Mittelwertsbildung zulässig, obwohl nur immer eine Seite beschienen wird, dann sind das diese berühmt-berüchtigten 342 Watt pro Quadratmeter, bezogen auf die komplette Kugelfläche als Mittelwert. Jahreszeitlich durch diese Änderungen, also sagen wir, durch die Elliptizität, schwankt das zwischen 355 und 331 Watt pro Quadratmeter. So, wenn man die Daten hat, dann kann man nämlich sowas wie eine Temperatur ausrechnen. Das ist hier jetzt erstmal für den Mond passiert. Und zwar hat er so, Erde und Mond sind die Himmelskörper. Die haben keine andere Möglichkeit, empfangene Energie abzugeben als durch Strahlung. Da gibt es keine Wärmeleitung oder sowas, sondern was aufgenommen wird, absorbiert wird, muss wieder per Strahlung in den Weltraum abgestrahlt werden. Das ist diese Aussage hier. Da gibt es das Stefan-Boltzmann-Gesetz, will ich jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Wichtig ist hier die absorbierte Sonnenleistung. Das wird durch die Albedo, dieses A, gekennzeichnet. Die Albedo gibt an, wie viel
diffus reflektiert wird, gestreut, diffus reflektiert wird, also nicht absorbiert wird, sondern wieder im Weltraum gleich beim Empfang zurückgestreut wird. Und beim Mond ist das nur 10%, also 0,1. Wie viel? Mondgestein ist so graubraun, weißes mehlig, also hat eine sehr niedrige Albedo. Und wenn man das einsetzt, dann ergibt sich eine mittlere Temperatur für die Mondoberfläche, wenn es gemittelt für die gesamte Oberfläche des Mondes von minus 2 Grad, klingt eigentlich vernünftig. Bloß die reale Temperatur ist schon ziemlich deutlich unterschiedlich. Auf der Rückseite, also im Mondschatten, da liegt sie bei minus 160 Grad ungefähr. Und dort, wo die Sonne auf dem Mond draufknallt, da liegt sie bei ungefähr plus 130 Grad Celsius. Das haben auch die Apollo-Astronauten gemessen damals. Deswegen haben die alle so ihre hellen Klamotten an und sind weiß gestrichen, damit möglichst viel Sonnenstrahlung reflektiert wird und sie nicht da bei lebendigem Leib verbrennen müssen. So, das gleiche Ding kann man jetzt auch für die Erde machen. Und zwar für die nackte Erde, mal ohne Atmosphäre. Die Erde hat, ist wesentlich, achso, hatte ich vergessen, Albedo kann man direkt sich vorstellen, dadurch sehen wir den Mond. Wenn der Vollmond so richtig schön am Himmel steht, dann ist das keine Eigenstrahlung des Mondes, sondern das ist reflektiertes Sonnenlicht. So, und bei der Erde ist es auch, da ist die Albedo höher, da hat es Wolken, da hat es Eis, was viel besser zurückstreut und zurückreflektiert. Also im Mittel ist die Albedo bei 30%. Und wenn man das ausrechnet, ergibt sich eine mittlere Temperatur nach Stefan Boltzmann von minus 18 Grad. Das ist schon kalt, ja. Schon kalt. Und gemessen wird, oder sagen wir mal, gemessen und berechnet, man hat sich darauf geeinigt, aber eine reale mittlere Temperatur von plus 15 Grad. Das ist schon ein Unterschied. Wo kommen diese 33 Grad Celsius her? Das ist die Atmosphäre, die hier den Einfluss hat. Und zwar speziell der Treibhauseffekt. Der natürliche Treibhauseffekt. Da muss man einmal sehr sorgfältig unterscheiden. Hier nochmal Blick in die Atmosphäre. Unser gesamtes Wetter und der Großteil des Klimas, der spielt sich hier unten in der Atmosphäre ab. Das ist eine lineare Skala. Und praktisch nur diese kleine Zeile da, die trägt zum Wetter bei. Das da oben spielt noch ein bisschen beim Klima mit, aber nicht so sehr. Und hier oben gibt es einen Weltraum raus. Das hier ist keine lineare Skala mehr, sondern abschnittsweise unterschiedlich. Aber man sieht halt mehr. Zum Beispiel der Mount Everest, der kommt schon relativ nahe an die Troposphärengrenze ran. Oberhalb der Troposphäre ist die Tropopause. Das nutzen die interkontinentalen Flugzeuge aus. Dort ist kein Wetter mehr. Da brauchen sie nicht um die Wolken rumkurven. Ist alles schön ruhig. Luftdichte ist noch hoch genug, damit sich der Flieger in der Luft halten kann mit seinen Tragflächen. Also perfekt. Hier sieht man so diverse Wolken, ganz niedrige, da regnet es meistens draus. Das sind die gewaltigen Cumulonimbus-Wolken, speziell sagen wir, in den äquatorialen Gegenden, aber manchmal entstehen die auch bei uns. Die reichen tatsächlich bis in die Stratosphäre ran, also in die Tropopause und bis in die Stratosphäre rein. Das sind also wirklich gewaltige Dinger und da drin spielen sich so gewaltige Sachen ab, in Form von Strömungen, Turbulenzen, Verdampfen, Kondensieren, da ist echtes Chaos. Hier sind wir die Cirrus, das sind meistens Eiskristalle, die auch eine sehr hohe Albedo haben und viel Sonnenlicht zurückstreuen. Und das ganze Ding ist, das ist eines der großen Problemfelder für die Klimamodelle, weil die Wolkenbildung und der Wolkeneinfluss und die Rückkopplung auf Temperatur und so weiter, ist absolut nicht verstanden. Das ist das Problem. Gut, wenn man nach oben kommt, hier ist die Ozonschicht mit Ozonloch, Gott sei Dank schrumpft das zurzeit. Hier verglühen die Meteore, da haben wir die internationale Raumstation, so etwa bei 500 Kilometer Höhe und so ganz da oben ist dann der Mond. Ups. Das kennen Sie wahrscheinlich, das will ich jetzt gar nicht erzählen. Erläutern, sondern das ist so die gängige Grafik zur Erklärung des Treibhauseffekts. Hier haben wir die einfallende Sonnenstrahlung mit den schon erwähnten 342 Watt pro Quadratmeter. Ein Teil wird in der Atmosphäre und an den Wolken reflektiert, gestreut. Ein Teil wird von der Atmosphäre absorbiert und ein Teil
geht auf die Oberfläche und wird auch an der Oberfläche reflektiert. Sodass richtig ankommen und absorbiert werden nur etwa 168 Watt pro Quadratmeter. So, und damit die ganze Geschichte im Gleichgewicht ist, muss die Erde die gleiche Leistungs- oder spektrale Leistungsdichte wieder abgeben. Das ist durch diese Zahl, wenn man das zusammenzählt, 235 plus 107, gibt es wieder 342. Ich habe natürlich schon hingetrickst. Und weil das wirklich Entscheidende spielt sich hier an, das ist schon ein sehr komplexer Vorgang, weil die Erde absorbiert die Sonnenstrahlung, das ist ja meistens sichtbares Licht. Das wird dann umgewandelt in Temperatur, dadurch erhöht sich die Temperatur der Erde. Die Erde strahlt, weil sie erhöhte Temperatur hat, aber nicht mehr im sichtbaren Licht, sondern im Infraroten. Und dieses Infrarot wird in der Atmosphäre und bevorzugt von den Treibhausgasen absorbiert. Das ist der ganz wichtige Punkt. Und die Treibhausgase, die können auch wieder emittieren. Die emittieren einmal die eine Hälfte nach oben, die andere Hälfte nach unten. Und diese Strahlung der Treibhausgase, die kommen wieder auf der Erde an. Ja, dort wieder absolut. Die tragen insgesamt zu dieser ganzen Gleichgewichtsszenerie entscheidend bei. So schaukelt sich das hier auf, bis die Temperatur der oberen Schicht der Atmosphäre so hoch ist, dass diese 235 Watt pro Quadratmeter erreicht werden. Dann haben wir Gleichgewicht erreicht. Dann gibt es keine Temperaturerhöhung. Wenn jetzt zum Beispiel durch anthropogene Treibhausgase da mehr absorbiert wird in der Atmosphäre, dann heizt sich die ein bisschen mehr auf. Und das dauert dann ziemlich lang, bis das über den Umweg des Erdbodens, Umweg der Troposphäre, sich auswirkt in diese abgestrahlte Intensität. Also das war jetzt mal ganz grob der atmosphärische Treibhauseffekt. Das ist wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit. Man kann sich's ein bisschen plausibel machen, wenn man sich ein normales Treibhaus vorstellt. Und hat es ja auch Glasscheiben und für sichtbares Sonnenlicht sind die durchlässig. Dadurch erwärmt sich der Erdboden und die Pflanzen im Treibhaus und die strahlen wiederum Infrarot aus. Und Glas ist im Infrarot nicht durchsichtig. Das heißt, diese Energie bleibt im Treibhaus gefangen und trägt nur dazu bei, dass sich die Glasscheiben vom Treibhaus aufheizen. Und erst wenn die Temperatur hoch genug ist, gibt es keine Temperaturerhöhung im Treibhaus mehr. Es sei denn, man reißt vorher die Fenster auf. Das ist die Konvektion. Aber die Rückstrahlung der Sonnenenergie muss Gase ansteigen, gibt es ein Ungleichgewicht, dann heizt sich die Erde und die Atmosphäre auf, so lange bis wieder Gleichgewicht ist. So, und das ist hier ein bisschen versucht darzustellen, überspringe ich jetzt. Das sind die wichtigsten Treibhausgase. Das Wichtigste ist das Wasser. Ja. Weil das Wasser hat die stärksten Absorptionsbanden über den breitesten Spektralbereich. Was mir aufgefallen ist, in der gesamten wissenschaftlichen Literatur habe ich keinen Zahlenwert gefunden über die echte Absorption des Wassers in der Atmosphäre. Den muss es aber geben. Also ich nehme an, liegt daran, dass der Wasserdampfgehalt sehr stark variabel ist. Der schwankt also zwischen 0,0 noch was Prozent, in der Wüste zum Beispiel, bis zu 2,6 oder 3,6 Prozent, wenn es richtig dämpfig warm ist, 100 Prozent relativ feucht. Ansonsten ist hier das Potenzial relativ zum CO2 angegeben. Man sieht hier, dass Ozon, ist also rein vom Potenzial, von der Absorptionsstärke wesentlich stärker, auch das Stickstoffoxid, das Methan. Aber das allein sagt noch nichts, sondern es kommt darauf an, wie viel von dem Zeug in der Atmosphäre ist. Und erst das gibt dann den eigentlichen Strahlungsantrieb und den Beitrag zur Erwärmung. Und diese 33 Grad, die wir vorhin gerade ausgerechnet haben, diese Delta T zwischen Erde mit Atmosphäre und ohne Atmosphäre, die setzen sich da so zusammen. Und da sieht man auch, den größten Anteil hat der Wasserdampf, dann kommt das CO2 und letztlich addiert sich das auf bis auf 33 Grad. Kann man stundenlang darüber diskutieren und erläutern, können wir jetzt nicht. Das überspringe ich auch. Das ist eine wichtige Atmosphäre, das ist eine wichtige Folie. Soll ein bisschen kennzeichnen die Wechselwirkung im Klimasystem. Und die ist also wirklich komplex
Und ich habe meine starken Zweifel, ob das ein Rechnermodell überhaupt jemals abbilden kann. Hier kommt die Sonnenstrahlung an, die kann schwanken, die Atmosphäre kann sich ändern, dadurch, dass wir zum Beispiel mehr Treibhausgase haben. Dann haben wir hier das Land, die Landoberfläche ändert sich, auch durch den Menschen verursacht. Die Landoberfläche ist gewachsen, das ändert wieder die Albedo. Dann gibt es ab und zu mal einen Vulkanausbruch, der hat auch einen Einfluss, und zwar einen recht drastischen, allerdings meistens relativ kurzdauernd. Dann haben wir den riesigen Ozeane mit ihren Strömungen, mit ungeheuren Energiemengen, die da umgewälzt werden. Außerdem, wenn es warm ist, verdampft Wasser. Zunächst mal Wasserdampf. Der absorbiert natürlich wieder. Das ist die sogenannte Wasserdampfrückkopplung. Das soll wieder zu einem Temperaturanstieg führen. Aber der bleibt da nicht, sondern der geht in die Atmosphäre hoch, kühlt sich ab, dann gibt es Wolken. Hängt von vielen Bedingungen ab. Die Wolken wiederum reflektieren einen Haufen vom Sonnenlicht. Und je dichter die sind, desto mehr Rückstrahlung passiert. Dann hängt es von der Temperatur ab, ob das Ding als Regen wieder zur Erde zurückkommt oder, wenn es kalt ist, als Schnee. Da haben wir drüben die sogenannte Kryosphäre. Das sind also die eisbedeckten Regionen. Die haben sehr hohe Albedo, die strahlen da sehr viel Sonnenlicht zurück, erwärmen sich dadurch nicht, und wenn viel Niederschlag dazukommt, dann wachsen die. Das ist zum Beispiel der Effekt des Meereises und der Gletscher. So, dann haben wir die Kontinentaldrift, hat man verwendet. Dann diese Thermopumpe, diese thermohaline Oszillation, also für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Und sowas Ähnliches passiert eben auch in der Atmosphäre. Letztlich sind alle Teilgebiete hier eng miteinander verzahnt, verkoppelt und beeinflussen sich gegenseitig. Und diese Rückkopplungen zu modellieren, halte ich für schlichtweg für fast unmöglich. Die Meteorologen, die schaffen das aufgrund von jahrhundertelangen Erfahrungen und weil sie nur auf ein kleinräumiges Gebiet beschränken. Deren Forecast geht dann, sagen wir, relativ zuverlässig über 3 bis 5 Tage. Eine Woche ist meistens auch noch ganz gut, aber dann hört es sich auf. Also in 50 Jahren das Wetter vorauszusagen. Nee. Geschweige denn 100 Jahre. Das ist die Klimamodelle machen. So, das kann ich auch. Das wäre ich. Hier ist es nochmal tabellarisch aufgeführt. Kann ich überspringen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Zum Special. Was ist das Kohlendioxid? Was macht das Kohlendioxid? Also, klar ist, Kohlendioxid. Eine zu viel. Da sind wir richtig. Also, physikalisch-chemisch, Kohlendioxid ist ein Gas unter Normalbedingungen. Es ist ungiftig, farblos, geschmacklos, schwerer als Luft. Das sind Fakten. CO2 ist chemisch sehr stabil und inert, das heißt, es reagiert nur sehr schwer mit anderen Verbindungen. Reaktionsträger, deswegen, wenn es mal in der Atmosphäre ist, dann bleibt es auch ziemlich lange dort drin. Das sind also viele hundert Jahre. CO2 ist Naturgas, wie wir schon aus der Klimageschichte gelernt haben, war manchmal sogar das dominierende Gas in der Atmosphäre, da gab es noch keinen Sauerstoff, okay, das ist schon lange her, und ist aber seit Anbeginn ein ganz wichtiger Bestandteil der Erdatmosphäre und ein wichtiger Bestandteil des ganzen Kohlenstoffzyklus der Erde. Und Kohlenstoff, sagen wir, CO2 ist eine Kohlenstoffverbindung, es gibt aber noch unendlich viele andere Kohlenstoffverbindungen, die ganze Biosphäre. Wir selber bestehen zum Gutteil aus Kohlenstoff und jeder von Ihnen hat so etwa, wie waren es, so ungefähr 18 Kilogramm Kohlenstoff im Mittel in seinem Körper. Ja, ja. Ja, so, was uns Diamanten machen, ne? Fehlt nur noch die Technologie dazu. Im Prinzip ja. Gibt's ja. So, das Atmosphäre, das ist jetzt die wichtige Sache. Gegen die Verteufelung des CO2 als Klimakiller und wie das sonst immer hingestellt wird. Das atmosphärische CO2 und das Wasser sind die wesentlichen Komponenten bei der Photosynthese. Und diese Photosynthese ist die Grundlage alles bestehenden Lebens, wie wir es kennen, inklusive unserer selber. Das ist also hier so mit CO2, Wasser, mit Sonnenlicht, meistens im Grünen. Es gibt dann, sagen wir, Kohlehydrate oder Vorläufer von Zuckerverbindungen. Und es wird Sauerstoff emittiert in die Atmosphäre freigelassen. So, das habe ich schon gesagt.
Es gäbe keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen, nichts. So, das andere ist jetzt auch ein Teil des Kohlenstoffzyklus und alle Sauerstoffatmer, und das sind also wir und eigentlich die allermeisten Tiere, wir nehmen mit der Nahrung Kohlenstoffverbindungen auf, das ist also Brot und Fleisch und was auch immer alles. Auch vegane Nahrung ist im Wesentlichen Kohlenstoff. Und die brauchen wir zur Lebenserhaltung. Wir sind ja sowas wie ein kleines Kraftwerk. Wir brauchen ein bisschen Energie erzeugen, um am Leben zu bleiben. Und diese Kohlenstoffverbindungen, die werden im Körper verbrannt und ausgeatmet wird CO2. Jeder Mensch emittiert CO2. Und zwar gar nicht mal so wenig. Das ist pro Tag etwa 1 Kilogramm pro Kopf. Kann man jetzt hochrechnen auf die gesamte Erdbevölkerung und so weiter. Das sind also etwa 3 Milliarden Tonnen im Jahr. So, deswegen, ich finde das dann so idiotisch, wenn es dann irgendwelche Bürgermeister oder Klimaschutzbeauftragte gibt, die sagen, oder eine CO2-freie Stadt oder CO2-freie Region und wir müssen die Erde dekarbonisieren, und dann sollen wir sich selbst anfangen. Ja. Also das ist überhaupt nicht nachgedacht das ist richtige Idiotie. Das ist bloß wegen politischer Wirkung irgendwelche Schlagworte in den Raum geschmissen. Und dann ist nachgewiesen, erhöhter CO2-Gehalt wird bei den meisten Pflanzen Wachstum und ertragsfördernd, insbesondere auch bei den Getreidesorten. Und das wissen die Treibhausbetreiber durchaus zu nutzen. Zum Beispiel in Holland, in den Treibhäusern, wo die Tomaten gezüchtet werden, die werden mit CO2 begast. Fördert den Ertrag. Soweit zu den positiven Seiten von CO2. Also ohne CO2 können wir nicht. Andererseits ist eben CO2 auch ein Treibhausgas. Und der gegenwärtige Anstoß in der Atmosphäre ist sicherlich vom Menschen verursacht oder primär vom Menschen verursacht. Ja, das ist doch jetzt eine Behauptung. Nun ja. Folgendes. Das Ganze aus der fossilen Ablagerung von CO2 gewonnene Kohlenstoff, Erdöl, Erdgas, da ist doch der C14-Anteil längst verbraucht, weil es lang genug in der Erde gelegen hat. Das zerfallende Isotop C14 muss weitgehend verbraucht sein, wenn wir das remobilisieren. Es müsste doch eigentlich, wenn der Mensch wirklich jetzt so, wenn es des Menschen Werk ist, was da an CO2-Anstieg behauptet wird, dann müsste doch eigentlich der C14-Anteil im Verlauf der Jahre jetzt fallen. Denn wir führen ja dann C14-armes CO2 der Atmosphäre zu. Genau das ist der Fall. Ist das belegt? Da gibt es Messungen durch die Isotope, die Häufigkeit. Und daraus kann man schließen, sicherlich gibt es da immer noch einen natürlichen Bestandteil auch, durch die Biosphäre und so weiter. Aber der Hauptteil des Anstieges ist durch den Menschen verursacht. Durch solche Isotopen. Dann müssen wir aber günstig das Alter der Tiere verändern, ne? wenn wir merken, dass die C14 verändert, dann werden wir künftig die Rechnungen anders gestalten müssen. So, und die Quellen sind eben einmal die, was wir gerade genannt haben, die Verbrennung von fossilen Energieträgern, Kohle, Öl, Gas, aber auch die Brandrodung, die Abholzung von Wäldern, trägt dazu bei. Die Änderung der Landnutzung, weil auch im Humus, in der obersten Erdkrume, ist jede Menge Kohlenstoff gespeichert und das gehört auch mit zum Kohlenstoffzyklus. Und dann, was meistens vergessen wird, die Zementherstellung ist einfach chemisch bedingt eine Quelle von CO2, die, und zwar drehen die das den Prozess um, durch den Kalksteine entstanden sind. Und stell dir mal vor, man würde Zementherstellung verbieten. Keine Brücken, keine Straßen, keine Bauten, nichts. Wir müssen alle in Blockhäusern leben. So, zum Glück hilft was und etwa 50% des Anstiegs oder sagen wir der vom Menschen erzeugten CO2-Konzentration bleibt nicht in der Atmosphäre, sondern wird relativ rasch von den Ozeanen der Biosphäre aufgenommen. Das gehört also auch mit zum Kohlenstoffzyklus. Nur die Hälfte etwa bleibt in der Atmosphäre.
das kann man anhand der ganzen Emissionsbilanzen auch relativ gut nachweisen. So, da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Also CO2 kann extrem stark schwanken. Ein Beispiel muss ich schon bringen. Und zwar in Wäldern zum Beispiel schwankt das CO2 mit der Tageszeit. Das ist der natürliche Zyklus der Pflanzen. Wenn die Sonne anfängt zu scheinen und es gibt auch genügend Wasser in der Luft, dann fangen die an, die Photosynthese zu machen und Kohlenstoffverbindungen zu produzieren. Und dadurch reduziert sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Und wenn sie dann so am späten Nachmittag schlafen gehen, dann nehmen sie das nicht mehr auf. Der Boden gibt aber immer noch CO2 ab. Das ist der Zyklus. Und da hat man zum Beispiel im Ebersberger Forst in München Konzentrationen von 800 ppm gemessen. Wenn man das heute einem Klimatologen sagt, 800 ppm in der Atmosphäre, der sagt, das ist eine Temperatur von 10 Grad oder 15 Grad oder nichts ist. Gut, das ist natürlich sehr, sehr begrenzt und das ist ein Zyklus, der sich täglich wiederholt und auch jahreszeitlich wiederholt. Aber zeigt nur, wie wenig verstanden die ganze CO2-Problematik ist. Das wird in keinem Klimamodell berücksichtigt. Darf ich mal fragen, wenn Sie sagen, zum Glück werden mehr als 50% von den Ozeanen wieder aufgenommen, wie kommt das denn dann wieder raus oder ist das dann eine bleibende Übersäuerung? Das ist ein dynamisches Gleichgewicht. Also. Die Aufnahmefähigkeit der Ozeane für CO2 hängt ab von der Temperatur und vom Unterschied des Partialdruckes zwischen der Atmosphäre, also wie viel CO2 ist in der Atmosphäre, und wie viel CO2 ist schon im Wasser. Und je nachdem, da kann man so Kurven zeichnen, wird vom Ozean aufgenommen oder auch abgegeben. Zurzeit ist es so, dass wesentlich mehr CO2 aufgenommen wird vom Ozean, als abgegeben wird, deswegen sagte ich zum Glück, führt zu einer also Versäuerung kann man hier nicht sagen. Algenwachstum, oder? Bitte? Algenwachstum ist das, oder? Ja, die Algen, die ganzen Pflanzen im Meer, die freuen sich drüber. Und deswegen versauert das Meer nicht. Und die Meeresviecher, die gehen damit nicht kaputt. Vielleicht einige Spezies, die mögen das nicht so sehr. Das gab es aber früher auch schon. Und andere, die mögen das. Aber deswegen auch schon dieser Ausdruck, die Versäuerung der Meere, ist sowas von übertrieben. Säuregehalt wird durch pH-Wert gemessen. Ne? Der pH-Wert ändert sich hier um 0,0 noch irgendwas. Das, jedes Lebewesen kann mit einem wechselnden pH-Wert ganz gut umgehen. Der Mensch auch. Die Pflanzen und Viecher im Meer auch. Und das Korallensterben da vor Australien, das ist sicherlich nicht wegen der Versäuerung der Meere, sondern das ganz andere Gründe dafür. Vom Plastikmüll und von und was sonst alles kommt. Okay, aber das sind schon wieder die emotionalen Momente. So, deswegen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ein besseres Verständnis des globalen Kohlenstoffkreislaufes wäre so wichtig, und zwar auch zum besseren Verständnis der Klimaentwicklung, weil der Kohlenstoffkreislauf da ganz entscheidend eine Rolle spielt. So, eins weiter. Das überspringe ich mal. Kohlenstoff in ein paar und Kohlenstoff. Aber man sieht zum Beispiel hier Quelle und Senke, das sind also die Flüsse des Kohlenstoffs. Nicht CO2, sondern das Kohlenstoff. Das sind also ganz andere Größenordnungen. Die Ozeanatmosphäre, 90 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr. Die anthropogene Emission ist 10 und davon ist die Verbrennung sind 8. Das ist das Gleiche nochmal dargestellt. Auch hier ist wieder eine ungeheuer komplexe Wechselwirkung zwischen Land, Meer und Atmosphäre. Und selbst im Meer gibt es wieder Kreisläufe. Und das alles zu verstehen und abzubilden, da sind wir noch ziemlich weit davon entfernt. Ach ja, es kommt die Keeling-Kurve. Hat vielleicht manche von Ihnen schon gehört oder gelesen. Seit 1958, glaube ich, ja. Ist von Charles Keeling
erstmal, und zwar sehr genau, präzise und zuverlässig, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre gemessen worden. Und zwar am Mauna Loa Observatorium auf den Hawaii-Inseln in einer Höhe von 3400 Meter über dem Meeresspiegel. Hier sieht man so einen kontinuierlichen Anstieg und der ist sogar nicht mal linear, sondern so ein bisschen gewogen, steigt also, wächst an im Laufe der Zeit. Das ist real. Das sind Messwerte, die sind glaubhaft, da ist nichts manipuliert worden, das ist so. Interessant sind hier diese kleinen Oszillationen, das sind die jahreszeitlichen Schwankungen durch die Biosphäre. Das ist hier oben dargestellt, und zwar das sind die Monate hier. Und so etwa Februar, März fängt es an anzusteigen bis Mai. Dann ist, sagen wir, die Pflanzenwelt so in voller Aktivität, verbraucht das ganze CO2 bis zum Minimum im September, dann gehen die allmählich zur Ruhe und dann steigt er wieder an. Und das sieht man tatsächlich in diesen sehr genauen Messungen. Also das ist schon eine Leistung. Ne? Diese Kurve zusammen mit der Kurve der Temperaturerhöhung, die kann man natürlich auch ein bisschen durch Maßstabsänderungen hin und her schieben, sind die Grundargumente für diese eine These da. Dass der ganze Temperaturanstieg und der Klimawandel ist nur aufs CO2 zurückzuführen. Ohne weitere Beweise. Hier haben wir nochmal diese Kurve. Kleiner Trick ist natürlich da schon angewendet worden. Bei dieser Kurve ist der Nullpunkt gedrückt. Für einen Physiker ist das, sagen wir, noch nichts Schlimmes, aber man sollte es zumindest sagen dazu. Ja, noch was anderes. Anfang und Ende müsste zusammenfallen. Jahresende und Jahresanfang. Bei dem hier, ja, also hier gibt es ein kleines Delta, weil es inzwischen wieder gestiegen ist. Hier ist ein großer Delta. Nee, das ist da. Das hier und das hier da. Das ist auch ein anderer Maßstab. Aber es ist egal. Mich interessiert jetzt nochmal hier dieser psychologische Trick des unterdrückten Nullpunkts. Wenn ich jetzt 0 ppm ist ungefähr hier, die vorindustrielle Konzentration in der Atmosphäre, es waren so etwa 280 ppm, ist hier. Und das ist jetzt der sogenannte menschengemachte Anstieg. Dann ist das gar nicht mehr so dramatisch. Dann ist es zwar ein deutlicher Anstieg, aber es ist nicht mehr irgendwie die große Katastrophe oder sowas. Ne? Und wie gesagt, aber rein optisch wird das benutzt für diese These. Woher kommt denn jetzt die Information, dass das menschengemacht ist ausschließlich? Das sehe ich da noch nicht. Ich sehe nur, dass da ein Anstieg ist, aber der muss nicht unbedingt ausschließlich anthropogen sein. Nein, ist er auch sicherlich nicht, aber der Hauptteil ist anthropogen. Und das ist, wie wir vorhin diskutiert haben, über Isotopenmessungen nachgewiesen, dass das aus fossilen Brennstoffen kommt. So, damit sind wir, das haben wir schon abgehakt, bei genau dieser These. Diese Erwärmung ist allein und ausschließlich oder... Es gibt vorsichtige Leute, die sagen, primär auf den menschengemachten Anstieg der CO2-Konzentration zurückzuführen. Und das wird suggeriert durch diese beiden Kurven, Temperaturanstieg und CO2-Anstieg. So, das werden wir viele Feinde machen. Was? Ja? Also, diese Aussage in dieser Absolutheit ist schlichtweg falsch. So. Kann man mich verköpfen oder sonst was. Aber das ist falsch und das lässt sich relativ leicht nachweisen. Durch. Man sieht es gerade noch. Geht schon mal. Also es gibt diesen Temperaturanstieg im 20. Jahrhundert, aber die Temperatur folgt nicht dem CO2-Anstieg. Und das hat. Also physikalisch hat das eine besondere Bedeutung, weil aus anderen Gründen gibt es dieses Cross-Forcing, das sollte also wirklich parallel laufen. Tut es aber nicht. Also muss es noch irgendwelche anderen Einflussfaktoren geben. Eigentlich logisch. Ne? Und das sagen die Klimafachleute selber. Und alle Fachleute sind sich einig, der Temperaturanstieg ist aber eine natürliche und eine anthropogene Ursache zurückzuführen. Zur anthropogenen Ursache, aber nicht ausschließlich, gehört auch das CO2. Beide Effekte überlagern sich und wie hoch die jeweiligen Anteile sind, darüber streiten sich die Gelehrten. Zum Beispiel eben das IPCC als globale Autorität sagt bis etwa 70, 80, also Mitte 70er Jahre,
lässt sich kein anthropogener Anteil beziffern. Das steht in den Berichten. Erst der Anstieg danach ist durch die bekannten natürlichen Antriebe alleine nicht mehr zu erklären. Wobei es durch die bekannten natürlichen Antriebe ist. Es gibt eine ganze Menge unbekannte Antriebe. Zu den bekannten zählen nur Einfluss Vulkanismus, Einfluss der Sonnenflecken, Einfluss der Variation der Sonne und sonst fällt Ihnen nichts ein. Dann gibt es noch den Professor Latif in Deutschland, der ist also beileibe kein Klimaskeptiker, sondern eher ein Klimaalarmist. In einer Studie in seinem Institut, ich glaube, die war das kürzlich, ich habe es nicht mehr gefunden, wird also gesagt oder geschätzt, dass etwa gegenwärtig 50% natürlich, 50% anthropogen sind. Lässt sich messtechnisch auch nicht nachweisen, klingt aber plausibel. So, und dann gilt, dass der anthropogene Einfluss auf den verstärkten Treibhauseffekt beruht und am Treibhauseffekt ist das CO2 nur mit 50% beteiligt. Das ist messtechnisch nachgewiesen, dass die anderen Treibhausgase zusammengenommen ebenfalls etwa, also ganz grob, etwa 50% ausmachen. Und dann kann man, praktisch, da brauchen wir keinen Rechner oder keinen Computer, kann man an allen drei Fingern sich ausrechnen. Wenn man diese 50% Anthropogen vom Motiv zugrunde legt, dann ist der Beitrag vom CO2 25%. Und in diesen 25% stecken auch noch veränderte Landnutzung und so weiter. Also der Beitrag der Verbrennung der fossilen Energiestoffe ist dann nur 20%. Und für 20% einen solchen Riesenaufstand zu machen und die ganze Weltwirtschaft umzukrempeln und Deutschland, so, verstehe ich nicht. Selbst wenn man sagt, die haben hier Unrecht und sagen, es gibt keinen natürlichen Anteil, dann ist das hier immer erst noch 50 und hier 40%. Und da würde ich mir schon so ein bisschen überlegen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich das Ding nicht mit einem Effekt in die Reihe kriege? Muss ich doch die anderen Effekte auch berücksichtigen. Es gibt ja auch noch etwas. Also es ist nie irgendetwas gemessen worden, ob die Erde, als sie durch den CO2-Schweif des Hallischen Kometen durchzog, ob die Erde nicht da mit ihrem Gravitationswind sich eine ganze Menge eingefangen hat. Also ja. Kosmische Antriebe werden heiß diskutiert. Ja. Bloß sind die messtechnisch halt sehr schwer. Es gibt durchaus Experimente, dass zum Beispiel die kosmische Strahlung zusammen mit dem Magnetfeld der Sonne, das dann bündelt, auf die Wolkenentstehung einen nicht zu vernachlässigten Einfluss hat. Das wird von den Klimaalarmisten natürlich heftig bestritten, aber es gibt inzwischen ein Experiment am CERN, wo man das versucht nachzuvollziehen. Und die Ergebnisse, weil ich das bisher gesehen habe, sind, sagen wir, die ursprüngliche Theorie stimmt nicht so ganz, die konnte nicht bestätigt werden, aber es kam ein neuer Effekt raus, dass da tatsächlich die Wolken durch die kosmische Strahlung mit beeinflusst werden. Die Wolken und anderes durch die kosmische Strahlung mit beeinflusst werden. Aber das sind solche Sachen, wie gesagt, wir verstehen auch viel zu wenig vom Klima und dem Wechsel. So, das ist dann das Fazit. Also, der menschengemachte Anstieg der CO2-Konzentration trägt sicherlich dazu bei. Wie viel weiß man nicht, aber es ist mit Sicherheit nicht der Alleinverantwortliche. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich. Lasse ich glaube ich weg. Oder, und zwar, es geht um die Klimasensitivität des CO2. Das ist eigentlich in allen Klimarechnungen der entscheidende Parameter. Darauf basieren alle Klimamodelle, darauf basieren alle Abschätzungen und überhaupt alles. Und das will ich jetzt im Einzelnen nicht erläutern, aber das ist, wie da berechnet wird. Und was rauskommt ist, dass ein zuverlässiger Zahlenwert dieser Klimasensitivität vom CO2 nicht bekannt ist. Ist nicht bekannt. Das ist einfach ein Fakt und das wird auch vom IPCC in seinen Berichten explizit eingeräumt. Das steht da drin, kann man nachlesen. Da steht eben, aufgrund fehlender Übereinstimmung der Werte aus den beurteilten Anhaltspunkten und Studien kann kein bester Schätzwert für die Gleichgewichtsklimasensitivität angegeben werden. Bekannterweise, da steht also im großen Bericht, da steht in der Zusammenfassung der Arbeitsgruppe 1,
aber es steht nicht in der Zusammenfassung des Gesamtberichtes. Für die politischen Entscheidungsträger. Ja. So, das ist das, was man in der Literatur findet an Werten. Manche gehen sogar bis 0,1, also das ist eine Spanne von Faktor 10. Also kann man wirklich sagen, das ist nicht bekannt. Das sagt das IPCC, wahrscheinlich liegt im Wert im Bereich 1,5 bis 4,5, immer noch ein Faktor 3. Und wahrscheinlich heißt mit 60% oder mehr Wahrscheinlichkeit liegt er in dem. Aber mit 40 oder 33% Wahrscheinlichkeit liegt er auch außerhalb. Also man weiß es einfach. Und als unbedenklich gilt diese Klimasensitivität, weil dann einfach die Temperaturerhöhung nicht so groß ist und andere Einflüsse eine wesentliche Rolle spielen. Aber das ist in der Öffentlichkeit oder beim normalen Menschen eigentlich unbekannt. Den Klimafachleuten ist das bekannt, aber da wird so ein bisschen der Mantel des Vergessers zu werden. So, mal gucken, was wir noch weglassen. Ne, das lassen wir mal weg, dann gibt es die Rückkopplungen. Das ist meine ganz persönliche an der Kritik an dem, wie CO2 behandelt wird. Es ist einfach unwissenschaftlich. Ja. Dann sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt, bei der nächsten These, die ungesichert ist, nicht mit Messungen abgesichert. Und zwar, die jetzigen Klimaänderungen sind nur ein Vorbote für weit größere Veränderungen. Das heißt, die große Klimakatastrophe droht. Die erste Frage ist natürlich, was sind denn die jetzigen Klimaänderungen? Und wie kommt man denn dazu, auf so eine Klimakatastrophe zu schließen? Wir hatten vorhin gehört, Klima ist der Mittelwert des Wetters über mindestens 30 Jahre. So, inzwischen sind, jetzt machen wir einen Blick in die Klimakristallkugel. Wir haben ja immerhin Erfahrungswerte und eine gute Wahrsagerin, die versteht das aus der Erfahrung heraus, die Zukunft zu prognostizieren. So, seit 1860, seit Beginn der Industrialisierung, sind gut 150 Jahre vergangen. Das sind 30-jährige Klimazyklen, und wenn sich was getan hat, sollte man da, oder wenn wirklich das CO2 so das Entscheidende ist, sollte man da was erkennen können in den Wetterdaten. Zumindest Trends. Und was man natürlich nicht vernachlässigen darf, das ist auch die Folgen, die aus der Vergangenheit bis nach heute ausstrahlen. Hat man vorhin beim Ausflug in die Vergangenheit gesehen. Und so nach der veröffentlichten Meinung wieder, was man so liest und hört, sind die Vorboten der zu erwartenden menschengemachten Klimakatastrophe, also die Erwärmung, Anstieg des Meeresspiegels, Rückgang des arktischen Meereises, Rückzug der Gletscher, Zunahme der tropischen Wirbelstürme, Veränderung der Niederschläge, Zunahme der Extremwetterereignisse. Wobei das hier echte Wetterereignisse sind, die einem im Klima zunächst mal nichts zu tun haben. Das Klima kann ich nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, könnte größer geworden sein. Die Häufigkeit. Zum Beispiel heute. Genau. Dann ist es ein Klima. Dann wäre es ein Klimafaktor. So, und das ist ganz aktuell, jetzt zum G20-Gipfel in Hamburg, hat eine Gruppe von Institutionen, Deutsche Wetterdienst und Deutsche Klimakonsortium und wie sie alle heißen, also auch so die Meinungsmacher, eine Faktenliste den Mächtigen der Welt übergeben, mit, glaube ich, 19 Punkten, kann man im Internet nachschauen, wo genau diese Punkte aufgelistet sind, in einem Ton, der da ja, kurz vor dem Weltuntergang steht. Wenn ich ohne vom Klima etwas gehört zu haben, diese Liste lese, sage ich, was soll der Schmarrn? Das, was da drin steht, das ist Peanuts. Das ist natürlich. Na gut, gucken wir uns das im Einzelnen an. Ist jetzt etwas Statistik, aber das können wir durchrauschen. Ne? So. Das ist die globale Erwärmung, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, die Temperaturänderungen, die nicht den CO2, wo das CO2 nicht keine entsprechenden Änderungen zeigt. Also hier sind die Daten natürlich noch ein bisschen mangelhaft, also hier wurde es ein bisschen kälter, 1900, dann ziemlich starker Anstieg bis zum Jahr 45 etwa, danach
ein ziemlich deutlicher Abfall, den die Klimatologen schlichtweg nicht erklären können. Bis etwa 1975, danach ging es wieder hoch und dann hier gibt es so eine Pause, das ist der berühmt-berüchtigte Hiatus. So dieser Stopp in der Erwärmung, der die gesamte wissenschaftliche Welt in Aufregung gestürzt hat, wird auch ein eigenes Kapitel im IPCC-Bericht gewidmet. Letztes Jahr kam eine Studie raus, die sagt, kann man nicht erklären, aber der Anstieg der Temperatur ist ja doch wieder da. Was sicherlich auch richtig ist, aber es zeigt auch wieder, wie wenig wir eigentlich vom Klima verstehen. Allerdings interessiert mich ehrlich gesagt der globale Temperaturanstieg herzlich wenig. Mich interessiert viel mehr, was so in meiner Umgebung passiert. Das jetzt, lasse ich weg. Dafür habe ich den Deutschen Wetterdienst. Und der hat ein Archiv von Aufzeichnungen, was eben mindestens bis 1880, manchmal sogar noch länger, zurückreicht. Und das ist nicht nur eine Station, sondern das sind mehrere oder sogar viele Stationen. Und hier haben wir die mittlere jährliche Lufttemperatur über die Jahre 1881 bis 2016. Die dünne blaue Kurve, das sind die Schwankungen pro Jahr. Zappelt also so ein bisschen. Die violette Kurve ist der Mittelwert im Zeitraum 1961 bis 90 und die blaue Linie ist, sagen wir, das gleitende 30-jährige Mittel über diesen Zeitraum. Das wären so eine echte Trenddarstellung. Und sieht man schon, da war es etwas kälter, dann war eine lange Phase, wo sich nicht viel passiert hat und hier wird es schlichtweg wärmer. Und dann reißt die Maus keinen Faden ab, das ist so. Auch wenn man es nicht versteht. Interessant ist auch, das gibt es also für jeden Monat, für jeden Tag, für die Jahreszeiten. Hier haben wir die gleiche Temperaturkurve für Sommer und unten für Winter. Die Trends sind ein bisschen unterschiedlich, aber das darf ja sein. Was interessant ist, dass es hier offenbar ganz dicke Ausreißer nach unten gibt. Das ist immer, wenn so ein richtig schönes, kaltes Polartief nach Deutschland eingebrochen ist. Eiseskälte gebracht und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Das werden wir wohl nicht vermeiden können. Aber so die autofreien Sonntage 1972 wurde trotzdem wärmer. Sieht man ja an der Kurve. Auch das? Ja. Auch das? Ja, so, nächster Punkt: Meeresspiegeländerung. Das ist schon eine ernste Sache, nicht? Weil sag mal, in den Küstenregionen wohnen sehr, sehr viele Menschen. Und wenn der Meeresspiegel steigt, dann haben die ein Problem. Gut, in Deutschland ist das weniger, aber das ist die offizielle Kurve mit einem Mittel von 1,8 mm pro Jahr zwischen 1870 und 2010. Okay, hier gibt es Satellitendaten, die sind aber noch ein bisschen umstritten, weil die eine andere Messtechnik verwenden. Und okay. Wird das da zum Schluss nicht steilern? Wird das da zum Schluss nicht steilern? Ja, also das in den letzten 20 Jahren. Deswegen kann man der gute Stefan Ramsdorf, der sagt jetzt, die Satellitendaten, die zeigen, das hat sich ja fast verdoppelt. Ja, stimmt. Ja. Hat sich fast verdoppelt, die Anstieg. Aber ansonsten ist das, ja, man kann einen gewissen Anstieg der Steigung feststellen, wenn man will. Aber wie gut sind die Daten? Mit wie vielen Fehlern sind die behaftet? Also du zweifelst doch echt alles an. Es ist relativ wahrscheinlich, dass ein geringfügiger Anstieg da ist. Der relativiert sich natürlich sofort, wenn man sich die globalen Daten auch ein bisschen weiter zurück anguckt. Und zwar hier war eben Ende dieser Würmeiszeit. Und das sind globale Daten über die ganze Welt. Ob das jetzt Australien, Südamerika, Asien oder sowas ist. Und da sieht man hier den starken Anstieg des Meeresniveaus. Schau, das ist jetzt verschwunden. Also hier sind es minus 140 Meter. Meter, also keine Millimeter, keine Zentimeter, sondern sind minus 140 Meter bis da oben. Und dann war offenbar der größte Teil des Schmelzwassers von der Würmeiszeit aufgebraucht. Dann hat sich das etwas abgeflacht und ist seitdem mehr oder weniger konstant mit einer geringen Steigung. Und genau das sehen wir auch.
an der Nordseeküste, das ist die südliche Nordseeküste, das ist aus dem Lehrbuch raus. Hier steiler Anstieg, so vor 9000 Jahren abflachen und dann geht es irgendwie so weiter. Und das sind genaue Pegelmessungen während der letzten 150 Jahre, die zeigen einen ähnlichen Trend von 2 mm pro Jahr. Ob das jetzt 1,8 oder 2,1, also ehrlich gesagt, das streite ich mich nicht. Ja, wer die alten Karten aus dem 16. Jahrhundert über die Küstenlinie im Norden sieht, der sieht ja, dass die großen Landverluste eigentlich vor 100, 200 Jahren stattgefunden haben. Ja. Durch die großen Sturmfluten. Nicht in neuer Zeit. Dollar, gerade gut. Ja, und so weiter. Die Küstenlinie war ja viel weiter im Westen. Genau. Also, warum ist mir eigentlich Dinge hier? Ein signifikanter Anstieg ist nicht zu erkennen. Und das läuft normal. Vor allen Dingen, und das muss man auch im Hinterkopf behalten, das wird auch in Zukunft so weiterlaufen. Und da ändert das Abstellen vom CO2 nichts. Gar nichts. Sondern das wird so weiterlaufen. Ne? Mit Schwankungen, mal mehr, mal weniger, aber so ist es. So, dann kommen wir zum nächsten. Rückgang arktisches Meereis. War gerade in den Zeitungen stark. Hier haben wir die Ausdehnung im Winter, das ist die Ausdehnung im Sommer. Das, die Differenz dazwischen ist das, was in den Herbst-, Winter- und Frühjahrsmonaten immer dazukommt. Das schmilzt dann im Sommer ab. Also schon erhebliche Schwankung. Man sieht, das geht auch stärker zurück als die blaue Kurve. Also nimmt das arktische Meereis ab. Punkt. So. Manche Leute freuen sich drüber, die sagen, na gut, in ein paar Jahren können wir vielleicht mit den Schiffen, zumindest in einigen Sommermonaten, da oben über den Pol fahren, auf der Nordwest-Passage. Verkürzt also die Schiffsreisezeit erheblich. Negativ, wird natürlich der Eisbär. Angezogen. Ja. Also was da nicht alles erzählt wird über die Eisbären, dass die jetzt am Aussterben sind und so weiter. So ein Schwachsinn. Dürfte in den Zoos ja auch nicht existieren. Ja. Ja, vor allen Dingen, sagen wir, in den 50er, 60er Jahren, da waren die Eisbären schon stark gefährdet. Da gab es etwa noch 5000 Stück an Populationen, im Wesentlichen durch Abschuss durch den Menschen. Ja. Und dann hat man relativ scharfe Gesetze erlassen und die auch verstanden durchzusetzen. Und seitdem hat sich die Population wieder ver5- bis ver6-facht. Heute gibt es wieder 25.000 bis 30.000 Eisbären. Die fühlen sich also pudelwohl, auch wenn es Sommer ein bisschen wärmer ist, wahrscheinlich deswegen. Brauchen sie nicht die immer nur am Eis laufen, sondern können auch mal im Wasser baden. Ne? Und auch ihre Robben, das ist ihr Hauptfutter, die fühlen sich glänzend, die vermehren sich wie sonst was. Die Eisbären profitieren davon und die Inuit profitieren davon und jeder profitiert davon. Bloß Greenpeace und so weiter, die wird das nicht machen. Bevor wir jetzt uns gemeinsam darüber analysieren, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen euphemistisch, was Sie da gerade gesagt haben. Ja. Aber Sie wissen schon, da ist ja auch ein Albedo-Effekt dann, ne? Wenn das also anschmilzt. Nee. Also ja, ist auch da. Ja. Aber den gab es immer schon. Ja, und zwar ist es der Unterschied zwischen Winter und Sommer. Das sind die Ausdehnungen. Aber ich meine jetzt den Unterschied zwischen arktisches Eis, ob jetzt im Winter oder Sommer, da und nicht da. Das ist ein deutlicher Albedo-Effekt. Ja. Und das ist der eine. Der andere findet ja dann vielleicht auf der Antarktis statt. Da sehen wir ja auch so ein paar Sachen gerade, ging jetzt auch dieser Tage durch die Presse. Ja. Wenn es weniger wird, gibt es auch ist, mehr. Das Larsen-Eisschelf. Das ist ein Schelfeis, was am Wasser schwimmt und zu den Gletschern und zum Wasserspiegel überhaupt nichts beiträgt. Ja. Also ich rede nicht vom Wasserspiegel, ich rede vom Albedo-Effekt, von Schutzstrahlung. Okay. Ja? Also bei dem anderen, beim Wasserspiegel, haben Sie völlig recht, da war das eine Ente, dass das steigen würde. Das war oft, da habe ich auch gelacht. Ja? Okay. Aber Albedo-Effekt ist natürlich eine Sache, und auch wenn Sie das Reizwort Tipping Point nicht mögen, da gibt es also diesen Albedo-Effekt, und es gibt ja auch noch den Permafrost in Sibirien hier runter. Ja, und wenn man jetzt sagt, gut, es sind ja nur 20% Beitrag, mein Gott, wollen wir uns darüber keine Gedanken machen. Aber wenn es genau diese 20% vielleicht sind, was wir alle nicht wissen, ja, dann kann das Abschmelzen dieser Albedo-wirksamen Flächen bewirken und gleichzeitig auch das Schmelzen des Permafrostes. Dann haben wir die ganze Methankiste drauf. Methan hat einen Wirkungsfaktor von 28, haben Sie gerade gezeigt. Ja, als Folge bildet es 28 mal mehr Kohlendioxid. Und dann könnte so ein kleiner
Tipping-Point-Effekt kommen. Das wissen wir nicht. Also, Tipping-Point mache ich immer noch nicht. Aber den bin ich ja also voll bei Ihnen. Das Klima reagiert. Das Runaway-Effekt mögen Sie bestimmt auch nicht. Den benutze ich aber auch nicht. Nee, das Klima reagiert immer auf kleine Anstöße und das kann dann große Wirkungen haben. Genau. Da bin ich voll bei Ihnen. Und dass es einen Albedo-Effekt gerade beim arktischen Eis gibt, ist sicherlich richtig. Und deswegen war ich vorhin auch dabei, dass also eher wahrscheinlich, dass die Kurve sich ein bisschen nach oben versteilt, als dass die nach unten sich abflacht. Halte ich aber immer noch nicht für kritisch. Oder für, richtig kritisch wird es erst, wenn es Grönland einschmilzt, weil das führt wirklich zu einem Meeresspiegelanstieg. Da sagen aber wieder die Experten, auch hier in Kiel und Hamburg und so weiter, da müssen wir ein paar tausend Jahre warten. Und was ganz kritisch wäre, wenn die Antarktis abschmilzt, weil dort die größten Eisreserven vorhanden sind, die tut das aber nicht, im Gegenteil, da nimmt es zu. Das Landeis nimmt zu. Das Schelfeis selber, das bricht ab und zu ab und dann gibt es eben diesen riesen Lasenschelf mit einer Fläche von, was weiß ich, 100-mal Berlin oder sowas oder 10-mal Berlin. 10-mal, ja. Und das schwimmt dann am Meer und hält sich, was weiß ich, 10, 20 Jahre lang, bis es aufgetaut ist. Meeresspiegel ändert sich dadurch nicht. Wenn das Antarktis-Eis anfängt zu schmelzen, das wäre schon sowas wie eine Katastrophe. Ja? Aber was da ist kein Anzeichen. Das kälter wird in der Antarktis. Weiß man. Eine Idee dazu? Das ist der Kältepol. Vor allem, du hast nur ein paar einzelne Stationen. Da fehlen einfach die Daten. Okay, ich muss ein bisschen Gas geben. Ja, Gletscher, das ist also ein Lieblingsthema mit meiner Schwester, die wohnt nämlich in Bayern, ist begeisterte Skifahrerin. Interessiert sich deswegen sehr für die Gletscher. Das nichts kann man vergessen. Hier haben wir den großen Aletschgletscher. Das ist jetzt das Interessante, auch zu der Zeitreihe, die ich vorhin gezeigt habe, im 110. Da zeigt sie nämlich die gleiche Variabilität des Klimas, der Temperatur wieder. Hier haben wir diese Holozän-Wärmezeiten. Achso, soll ich das sagen? Also je weiter die weißen Flächen nach oben reichen, desto stärker und größere Ausdehnung hat der Gletscher. Die grauen Flächen heißen einen Rückgang des Gletschers. So, dann haben wir hier die Römerzeit. Ha, sieh da, ist warm. Dann haben wir die Völkerwanderungszeit. Ist schon wie kalt. Gletscher. Wachsen, dehnen sich aus. Dann kommt das Mittelalter mit seinen diversen Fluktuationen, ob das jetzt Dalton und Bounder und was der Teufel was ist, ist also durchaus mit starken Rückgängen und auch starken Vorstößen. Das wüsste ich. Und das ist jetzt heute, diese Kurve geht ungefähr bis hierher. Also wir haben einen starken Rückgang der Gletscher, aber das nur aufs CO2 zu schieben. Dann dürfte das ja nicht passieren. Also Gletscher ist sowieso eine Sache für sich. Ob die jetzt vorstoßen und sich zurückziehen, ist primär eigentlich eine, gut, Temperatur spielt eine große Rolle, aber primär ist es eine Wetterreaktion. Und zwar, wenn es relativ kühle Sommer gibt, wo wenig Eis wegschmilzt und die Niederschläge im Winter stark sind, dann wächst der Gletscher. Sind Schnee und so weiter, wandelt sich dann zu Eis und dann wächst der Gletscher. Andersrum ist es umgekehrt. Und deswegen gibt es in Norwegen zum Beispiel Gletscher, die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Der eine zieht sich zurück, der andere stößt vor, je nach den lokalen Wetterbedingungen. So. Also, da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein. Das ist die Statistik der tropischen Wirbelstürme. Normale Stürme, Hurrikane, schwere Hurrikane, und zwar im Atlantik. Da hinten, dieser Anstieg, der kommt einfach durch die besseren Beobachtungsmöglichkeiten über Satelliten, die gab es vorher nicht. Keine signifikante Änderung. Ich denke mal, da die beste Auskunft geben, wenn wir die Rückversicherer. Und die haben gesagt, doch, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Schäden waren. Das sagt die nie! Das sagt nein, nie! Haben die gesagt! Jetzt ja? Ja, klar! Dann muss es schon dramatisch sein! Ja, dass wir ihre Aktien kaufen, das ist doch klar! Nee, weil jetzt aber gerade die da nur den Aktienkurs immer noch beobachten. Gerade die Rückversicherer sind eigentlich daran interessiert, dass
möglichst große Ängste vor solchen Unwetterkatastrophen, ja,